Hallo! Wahnsinn, es ist heute schon hell. Ich fahre nach Hause und es ist hell. Es ist, ja gut, richtig hell nicht, aber also es guckt noch keine Sonne raus, aber es ist schon hell. Aber wir haben jetzt auch schon 5.48 Uhr. Man merkt, dass so langsam der Sommer kommt. Dass es wieder früher hell wird. Oh. Ja, mir war die jetzt auch so langsam. Da bin ich gerade froh, dass ich die Glied räumen bin. Und ich habe jetzt Wochenende. Jawohl. Ja, und die filmen jetzt eigentlich mit der Kamera die ganze Zeit schon. Kompletter Automatikmodus mit dem iPhone X. Und jetzt immer mein Gesicht angetappt, dass das scharf gestellt war und dass ich dann auch. Und ja, und dann halt die Belichtung dementsprechend korrigiert, dass die Belichtung fixiert ist. Dass das immer hell und dunkel wird, je nachdem, wie sich die Lichtverhältnisse im Auto ändern. Da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass es jetzt morgens um die Uhrzeit, wo es halt wirklich hell ist, nicht richtig hell ist, dass es eigentlich gar keinen Unterschied macht. Aber es kommt ja irgendwann demnächst mal eine Zeit, wo es dann Tag ist, dann kann ich das. Na doch, ich glaube, jetzt hat es gerade erklärt, das hat die Belichtung etwas unterkorrigiert. Ob ich das dann bei dem Handy immer noch machen muss oder ob das dann hinfällig ist. Weil das ist zum Beispiel so eine Funktion, was mich eigentlich am Sony oder an der Kamera Sony, oh, wie heißt das, Sony E10, Sony E10 oder ZV-E10. Ah, ich weiß gar nicht wie. Das ist so eine Kamera, die wird mir echt nur reizen. Weil die hat so einen Modus, wo man Gesichtspriorität aktivieren kann. Wobei ich aber glaube, ich habe die bei mir und meiner Sony Alpha A7 C inzwischen auch gefunden. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe das jetzt nicht so ausprobiert, aber da ist irgendwas mit GES-Prio. Da gehe ich mal davon aus, Gesichtspriorität. Ja. Und wenn ich hier im Auto mit der Kamera filme, dann sehe ich auf jeden Fall jetzt gerade hier meine Brille, die spiegelt schon extrem. Da wäre jetzt ein Polfilter echt von Vorteil, dass ich die Spiegelung von meiner Brille rausnehmen könnte. Aber das sind so Sachen, das ist im Handy nicht realisierbar. Da müsste jetzt echt das Ganze mit der Kamera dann auch wieder aufnehmen. Aber mit der Kamera im Auto Videos machen, ja, werde ich mit Sicherheit auch irgendwann mal wieder machen. Aber das Problem ist halt, es ist echt relativ aufwendig. Das Gute ist halt, dann habe ich definitiv ein Mikrofon, dann habe ich meine Funkstrecke. Da ist der Ton wesentlich besser, das Bild ist um einiges besser, da wäre jetzt das Haus dahinter total unscharf. Das ist halt echt ein ganz anderer Look. Und wenn es auch dunkel wird, sieht man mehr. Da kann ich auch bei Nacht fahren und die Sonnenblende aufklappen, das ist dann. Da bin ich mehr als wie genügend ausgeleuchtet. Aber, oh, jetzt nimmt man halt alles mit Aufwand verbunden. Da muss ich die Kamera einpacken, muss dann die Kamera dann auf den Handy, auf den Kamerahalter machen. Weil ich habe eigentlich
alles ist so weit vorbereitet, dass es relativ einfach geht. Aber zum Videoaufnehmen, wenn ich schnell zum Schaffen oder wenn ich halt zum Schaffen fahre, da ist der Aufwand nachher zu groß, weil wenn ich zum Schaffen fahre, dann habe ich auch letztendlich irgendwo Zeitdruck, weil ich fahre ja eine halbe Stunde vorher zum Schaffen, dass ich da in aller Ruhe Kamera aufbauen kann und dann irgendein bestimmtes Thema dann nachher bequatsch. Das Problem ist halt auch, wenn du irgendein Thema anfängst. Ich mache mir ja, wenn ihr ein Video macht, generell nie ein Skript. So, das heißt, wenn ihr ein Video aufnehmt und ihr möchtet ein Thema abhandeln, dann kann ich im Voraus eigentlich nie sagen, ob es doch vielleicht länger wird oder ob es relativ schnell durch ist. Auf jeden Fall, dann ist halt mein Arbeitsweg. Gestern war es, glaube ich, 13 Minuten mein Video, wo ich zum Schaffen gefahren bin. Also, das ist letztendlich mein Arbeitsweg. Effektiv, wo ich halt damit kalkulieren könnt, ist 10 Minuten Fahrzeit. Wenn es auch 13 Minuten sind, manchmal ist es vielleicht ein bisschen schneller oder langsamer. Dann hätte ich, ja, das ist halt schwierig, dann ein Thema auf Zwang in der Zeit noch letztendlich fertig zu bringen. Wenn wir jetzt ein Skript hätten, würde dann sich von vornherein aufschreiben, das will ich sagen. Aber selbst dann, ja, keine Ahnung, ich habe noch nie ein Video mit einem Skript gemacht, ich habe noch nie irgendwas abgelesen oder so. Das mache ich ja generell immer mehr oder weniger freie Schnauze und dann ist halt ein Video manchmal länger und manchmal halt bin ich halt schneller mit dem Thema durch. Da ist das mit dem iPhone halt auch verkriegt. Da erzähle ich was in Kamera rein und wenn ich dann da bin, dann sage ich Tschüss und dann mache ich Stopp und das sind halt Videos, wo vielleicht nicht so interessant sind. Aber so vom Prinzip her macht es ja der Horst Lüninger, heißt der, glaube ich. Der macht es ja eigentlich auch ähnlich, sage ich mal. Ich weiß jetzt nicht, ob der sich ein Skript aufschreibt. Vermutlich ja. Aber der hockt daheim auch in seinem Sessel und bequasselt irgendein Thema. Und da muss man halt echt sagen, der hat von vielen Sachen echt viel Ahnung. Die Videos von dem, die sind teilweise echt mega, mega interessant und mega spannend. Auf den Komma bin ich damals durch ein, ja, wo ich Tesla Model S, haben wir damals überlegt, ob ich mir das jetzt mal holen soll. Wo ich noch einen Arbeitsweg von 80 Kilometer einfach getan, also ich war jeden Tag 160 Kilometer mit dem Auto unterwegs. Und mit den ersten Teslas damals war es ja so, dass der Supercharger-Netzwerk kostenlos tanken kann. Und da habe ich mir dann überlegt, ob ich mir so einen Tesla hole. Das Problem ist halt, auf meinem Weg zur Arbeit ist jetzt kein so ein Supercharger. Das heißt, ich hätte alle drei Tage, keine Ahnung, wie weit man den Akku gebraucht hat, letztendlich einen Umweg fahren müssen, dass ich zum Tanken kann. Das war halt die Zeit, da haben mich relativ viel für Tesla interessiert, weil ich denke, da könnte ich eventuell ein Elektroauto kaufen. Model S war das einzige damals, wo eine gewisse Reichweite gehabt hat. Ein anderes Auto wäre gar nicht vorgekommen, weil wenn ich 160 Kilometer am Tag fahre und die haben eine Reichweite von 200 Kilometer, dann muss ich immer ziemlich langsam fahren und sparsam fahre, dass der Akku nachher letztendlich reicht. Und dann mit Restreichweite, keine Ahnung, 10 Kilometer vielleicht dann daheim ankommen oder so, das wollte ich auch nicht. Und
Und wenn dann beim Ladedaheim über Nacht irgendein Akku nicht voll geworden wäre, das ist halt einfach Käse. Also wäre eigentlich nur ein Tesla in Frage gekommen und der Tesla Model S damals, das war halt, da war der nur neu und du hast eigentlich, keine Ahnung, neu hat er über 100.000 Euro gekostet und gebraucht hat eigentlich fast gar keine Gäbe und wenn, dann war es auch 80.000 aufwärts. Jetzt inzwischen könnte man Tesla Model S um die 20.000 zu kriegen, 20 bis 25.000, inklusive Supercharger-Netzwerk. Wer jetzt eigentlich interessant, könnte man sich das freie Tanken damit kaufen, könnte eigentlich wahnsinnig Geld sparen, aber auf meinem Arbeitsweg liegt jetzt definitiv nirgendwo ein Supercharger. Und ich fahre auch so wenig, dass ich sage, das lohnt sich jetzt nicht mehr. Also ich muss jetzt in meinem BMW daheim alle 4, alle 6 Wochen, je nachdem, ob ich ab und zu mal woanders nachhaut, muss ich einmal den Tank voll machen. Jetzt, bevor der Diesel teurer geworden ist, da bin ich immer mit 80, 90 Euro von der Tankstelle wegfahren und jetzt, wo ich das letzte Mal tankt habe, war das dann irgendwo mal Video festgehalten. Fast 140 Euro. Also das ist das Geld, was ich mir monatlich einsparen könnte, wenn ich so einen Tesla kaufe und am Supercharger tank. Aber das ist dann unrealistisch. Ich müsste jetzt, glaube ich, mindestens, keine Ahnung, 50, 60 Kilometer fahren, dass ich an so einen Supercharger komme. Und dann da extra hinfahren, dass ich das Auto kostenlos volltanken kann, macht für mich jetzt eigentlich auch nicht wirklich einen Sinn. Ja. Also was mich jetzt interessiert, das wäre ein Tesla Model 3. Leider ist der Tesla Model 3 Standard Range jetzt vom Preis 7.000 Euro teurer geworden. Durch das, dass er teurer geworden ist, ist dann auch das BAFA-Geld, was ich glaube, also die staatliche Subvention um, ich glaube, 2.500 auch nochmal reduziert worden. Lieferzeit erst nächstes Jahr, dann gibt es wahrscheinlich gar nichts mehr. Also Katastrophe. Echt Katastrophe. Wenn man jetzt noch das Fördergeld haben möchte, dann müsste man sich jetzt ein Model Y bestellen. Den kriegt man dieses Jahr noch. Ein Tesla Model 3 dieses Jahr noch. Wahrscheinlich unwahrscheinlich. Ja, und hätte ich gern, kann ich mir auch momentan so oder so nicht leisten. Durch das, dass ich noch über Zeitarbeit arbeite, muss ich eigentlich gucken, dass ich jeden Cent irgendwie umdrehe. Da bleibt am Monatsende nichts übrig. Das heißt, da bleibt auch nichts übrig, dass ihr Auto finanzieren könnt und dass ihr Bar zahlen könnt, schon mal gleich geil. Ne? Das macht das Ganze natürlich nicht einfacher. Oh, meine Frau ist schon beim Schaffen, weißt du, was sie jetzt macht? Ich fahre jetzt zu meiner Frau zur Arbeit und trinke einen Kaffee. Was mache ich jetzt? Ha! Was mache ich jetzt? Also mein Arbeitsweg ist ungefähr 14 Minuten. Ich habe jetzt das Video angefangen, wo ich noch auf dem Parkplatz war. Jetzt werde ich auch im Ankommen. Beim Hinfahren war es jetzt 13 Minuten. Ich weiß jetzt nicht, ob ich beim Hin schneller bin als hier beim Heim. Eigentlich müsste ich gleich schnell sein. So, jetzt haben wir ja 14 Minuten. Jetzt fahre ich zu meiner Frau. Die arbeitet in der Bäckerei und dann kann man mal gucken, wie lange
Ihr Arbeitsweg ist. Ihr Arbeitsweg wird, denke ich mal, unter 5 Minuten sein. Also jetzt haben wir 15 Minuten Videozeit. Und bevor die Uhr auf 20 Minuten geht, sind wir auf jeden Fall in der Bäckerei. Aber gehen wir jetzt mal von 14 Minuten aus. 14:47 war es, glaube ich, ich habe keine Ahnung, ich habe jetzt 50 Sekunden, glaube ich. Die hat halt echt einen kurzen Arbeitsweg. Die könnte rein theoretisch tatsächlich auch mit dem Fahrrad fahren. Die hat da kein so ein Schichtmodell wie ich, dass sie Nachtschicht hat oder Spätschicht oder Frühschicht, sondern klar, die hat auch spät und früh, aber früh ist von 6 bis um 12 Uhr, glaube ich, und spät ist von 12 Uhr bis um 18 Uhr. Klar muss ich dann letztendlich morgens eine Stunde früher da sein, weil sie die ganze Bäckerei noch einräumen muss. Und am Abend ist sie auch eine Stunde länger da, weil sie alles wieder aufräumen muss. Aber das sind so Uhrzeiten, wo man mit dem Fahrrad theoretisch fahren könnte. Ich hätte jetzt eine weitere Strecke, ich könnte auch theoretisch mit dem Fahrrad fahren, weil ganz so übertrieben weit ist es, aber durch das, dass ich halt in Drehschicht arbeite, müsste ich zu oft bei Nacht fahren, dass ich das mit dem Fahrrad nicht wirklich machen will, würde. So. Dann können wir jetzt eigentlich schon langsam zum Ende kommen von dem Video, weil ich bin jetzt nicht mehr weit weg von der Bäckerei. Geil, und jetzt die ganze Strecke geil, mal eine E-Zigarette gezogen, weil ich so beschäftigt war, irgendwas zu erzählen. Oder mache ich das schon im Unterbewusstsein und krieg's gar nicht mehr mit. Kann ich auch mal wegnebeln. Schon mega. Also DL im Autodampfer, das sollte man nur machen, wenn wir das Fenster aufmachen können. Wenn es regnet oder im Winter, wenn es kalt ist, sollte man es nicht machen. So, und ich bin jetzt tatsächlich angekommen in der Bäckerei und wir haben 18. Das heißt, die braucht 4 Minuten. Unter 5 Minuten. So ein kurzer Arbeitsweg hätte ich auch gar nicht. Also, ich bin da, dann sage ich euch mal, gute Nacht, schönes Wochenende. Tschüss.